und willkommen zu meinem Adventskalender. Um euch die Wartezeit auf Weihnachten und die Feiertage zu verkürzen, gibt es bei mir vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Video. Und da das Ganze auf Weihnachten hinausläuft, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Und zwar verlose ich unter allen Leuten, die unter den 24 Adventskalender-Videos kommentieren, ein großes Weihnachtsüberraschungspaket. Vergesst also nicht, mich zu abonnieren, um keins dieser Videos zu verpassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß! Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es heute gut. Und ich habe heute meinen Buchvorsatz für das nächste Jahr für euch. Ich habe euch ja schon meinen Buchvorsatz von diesem Jahr, von 2015, vorgestellt. Und auch, was ich davon nicht geschafft habe und was ich davon geschafft habe. Ich verlinke es euch hier nochmal und auch unten in der Infobox natürlich. Und nun habe ich einen kleinen, aber feinen Buchvorsatz für 2016 mir vorgenommen. Und den stelle ich euch heute vor. Beginnen wir mit der großen Gesamtzahl, die ich gerne schaffen würde. Ich habe 2014 habe ich ungefähr um die 40 Bücher gelesen, 2015 um die 80. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ach, verdoppeln wir auf 160. Das machen wir nicht. Wir machen auch nicht 120. Bestenfalls würde ich natürlich gerne 100 Bücher schaffen, also mich noch weiter steigern. Ich weiß aber absolut nicht, was im kommenden Jahr auf mich zukommt. Ich werde wahrscheinlich meine Bachelorarbeit schreiben und ich weiß noch überhaupt nicht, was beruflich und schreibtechnisch auf mich zukommt, weil ich mich auch gerne sehr, sehr viel wieder auf meine Buchprojekte, die ich selber schreibe, konzentrieren möchte und würde deshalb das Ganze gerne auf 75 festsetzen, mit der Ambition, es zu 100 auszuweiten. Aber 75 scheint mir realistisch, nachdem ich dieses Jahr ungefähr 80 geschafft habe. Ich weiß die aktuelle Zahl ja jetzt noch nicht. Wir haben ja noch nicht Silvester. Aber es sind jetzt so um die 80 und ich möchte dann gerne 75 auf jeden Fall schaffen nächstes Jahr. Bestenfalls 100, wenn sich's machen lässt. Und ansonsten mit 75 bin ich wirklich gut dabei und dann habe ich wirklich, wirklich viel gelesen. Mein Buchvorsatz besteht quasi aus 5 Kategorien und die gehe ich jetzt alle nacheinander durch. Die erste Kategorie sind einzelne Bücher, die ich jetzt schon eine Weile lesen möchte und die mir vor allem sehr, sehr, sehr ans Herz gelegt worden sind, wo ich mich immer super, super schlecht fühle, wenn ich es dann noch nicht gelesen habe, auch nach einem Jahr noch nicht. Und das sind in diesem Fall nur 3 Stück, aber ich habe ja noch ganz viel Luft nach oben, wenn man 75 Bücher lesen will. Und zwar ist das erste Die 40 Geheimnisse der Liebe von Elif Shafak in dieser wunder, 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 wunderschönen Edition. Und das klingt wirklich, wirklich schön und ich habe mal reingelesen, ein paar Zeilen und es klingt so poetisch und es klingt so wundervoll. Ich habe es zum Geburtstag bekommen, also im Sommer, und auch jetzt ein halbes Jahr später, oder nicht ganz ein halbes Jahr später, aber ungefähr, habe ich es immer noch nicht gelesen und ich möchte es wirklich gerne lesen. Es klingt so gut und ja, das auf jeden Fall. Wer mehr über die Bücher erfahren will, ich verlinke euch alle Bücher unten in der Infobox. Das gleiche gilt für Das große Los von Maike Winnemuth. Ich habe euch das Buch ja bereits in meinem Was soll ich lesen Video vorgestellt. Und sollte nicht dieses Buch hier dabei rauskommen und ich es nicht irgendwie durch Wunderhand noch dieses Jahr lesen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist leider sehr gering, dann möchte ich es auf jeden Fall nächstes Jahr lesen. Ich habe jetzt schon von so vielen Seiten gehört, dass dieses Buch großartig sein soll, dass es sich super gut liest, dass man super Fernweh davon bekommt. Vielleicht sollte ich es doch nicht lesen. Also ich habe ja sowieso immer Fernweh, also ist das egal. Und ja, ich habe schon so, so, so vieles Gutes über dieses Buch gehört von den verschiedensten Seiten und das möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch lesen. Dann, und wenn ich dieses Buch nicht lese, kommt bitte vorbei und tretet mir volle Kanne in den Arsch. Lasst mir Hate-Kommentare da, wenn ich es nächstes Jahr noch nicht gelesen habe. Und zwar Herzensstimmen von Jan-Philipp Sendker. Ich wollte dieses Buch 2015 schon lesen und ich habe auch für den ersten Band damals super, super lang gebraucht und ich weiß nicht wieso, weil diese Bücher sind grandios. Also dieses Buch, ich habe ja nur den ersten Band gelesen, aber das war so grandios, es war so wundervoll. Wieso habe ich diesen zweiten Teil noch nicht gelesen? Ich habe das ganze Jahr, komplett 2015, habe ich dieses Buch nicht gelesen und ich könnte mich schlagen, weil ich es nicht getan habe. Jan-Philipp Sendker schreibt so wundervoll und ich wollte dieses Buch so unbedingt lesen, weil der erste Teil so toll war und irgendwie habe ich es nicht getan und ich weiß nicht warum und deswegen 2016. Du musst dran glauben. Die zweite Kategorie in meinem Buchvorsatz sind Sachbücher. Ich habe mir ja für Projekt 2016 vorgenommen, mehr Sachbücher zu lesen. Eigentlich wollte ich alle meine Sachbücher lesen. Das werde ich nicht mehr schaffen, weil dann müsste ich 2016 nur noch Sachbücher lesen. Ach ja, um was es im Projekt 2016 geht.
hier mal nachschauen. Und deswegen habe ich mir einen relativ okayen, machbaren Stapel an Sachbüchern rausgesucht. Und zwar sind das zwei Stück. Und zwar ist das eine Resilienz, damit habe ich ja schon angefangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es jetzt 2015 nicht mehr beenden werde. Ziemlich sicher, weil ich das sehr, sehr, sehr langsam lese. Sollte ich es doch noch dieses Jahr beenden, suche ich mir noch ein anderes raus. Ich habe ja genug. Und das zweite Buch, was ich gerne 2016 lesen möchte aus der Kategorie Sachbuch, ist Das Gehirn, ein Unfall der Natur und warum es dennoch funktioniert von David J. Linden. Und ja, das ist einfach nur ein quasi Sachbuch, halbwegs gut erklärt, nicht zu fachmännisch, wie unser Gehirn funktioniert und warum es so besonders ist. Und das ist halt einfach sehr neurologisch. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde generell das ganze Thema der Neurologie und des Gehirns einfach unglaublich interessant. Und deswegen habe ich mir das Buch auch ursprünglich mal gekauft, auch wenn ich es immer noch nicht gelesen habe. Und das Buch würde ich gerne auch 2016 lesen. Und mit diesen beiden Büchern würde ich dann auch meine Projekt 2016 Sachbücher als gescheitert, aber angefangen abhaken können. Hoffentlich schaffe ich das. Dann habe ich ja meine starke Frauen-Challenge angefangen und die möchte ich natürlich auch gerne noch durchziehen. Ich habe schon Bücher gelesen jetzt Ende 2015, die in dieses Schema passen, die ich witzigerweise in dem Video aber nicht vorgestellt habe, weil ich sie nicht hatte. Und zwar habe ich unter anderem gelesen Girl Boss, Mut für zwei und Ich bin Malala. Ich bin Malala habe ich vorgestellt. Yes! Ein Buch von der TBA geschafft. Und ja, das möchte ich gerne weiter durchziehen. Ich möchte viele starke Frauenromane lesen und ein stellvertretendes Buch habe ich mir jetzt hier rausgesucht und zwar Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst von Shani Boyanju. Das habe ich euch ja in meinem letzten Book-Haul vorgestellt. Das war damals, als ich das starke Frauen-Video gemacht habe, hatte ich das noch nicht. Und das ist auch ein absolutes starkes Frauenbuch, weil hier geht es um die Autorin und ihre Freundin und wie sie in Israel bei der Armee ja, arbeiten und leben. Und das klingt einfach nur großartig. Und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Und ich freue mich auch auf die anderen starken Frauenbücher, die ich euch in dem Video, was ich euch gerade verlinkt hatte, auch vorstelle. Und da möchte ich auf jeden Fall auch so weit kommen wie irgend möglich. Kategorie Nummer 4 bezieht sich nicht nur auf 2016. Ich möchte das in den nächsten Jahren so ein bisschen machen, aber ich möchte natürlich so viel wie möglich in 2016 schaffen, sonst würde ich es euch jetzt hier nicht vorstellen. Und zwar geht es um die Tolkien-Bücher. Ich habe den Hobbit schon gelesen und Geschichten aus dem Gefährlichen Königreich lese ich ja jetzt im Dezember. Und zwar habe ich noch hier die Geschichte der Kinder Huriens habe ich noch von ihm hier und den Sammelband von Herr der Ringe. Habe ich auch noch nicht gelesen. Es gibt ja noch ein paar andere Bücher von ihm, zum Beispiel das Silmarillion. Das würde ich auch gerne noch lesen, das besitze ich aber noch nicht. Also ich habe bisher nur die zwei und den Hobbit und die Geschichten aus dem Gefährlichen Königreich. Und die möchte ich auf jeden Fall lesen, weil in meinen Augen ist Tolkien einfach der Meister des Fantasy und jeder, der Fantasy schreibt und Tolkien nicht gelesen hat, ist ein Tölpel. Ein doofer Tölpel. Nein, ohne Spaß. Ich finde, Tolkien schreibt wundervoll, sehr gewöhnungsbedürftig, sehr zäh teilweise. Also es zieht sich oft und es ist eine Herausforderung, seine Bücher zu lesen. Aber es ist einfach Wahnsinn, was er sich ausgedacht hat, diese Welt und die Sprachen und die Wesen. Und es ist einfach irre. Und deswegen möchte ich unbedingt alle Tolkien-Bücher eines Tages gelesen haben. Bestenfalls in den nächsten Jahren und allerbestenfalls 2016. Und die fünfte und letzte Kategorie ist mal wieder eine Reihe. Ich habe ja 2015 die Harry Potter Reihe gelesen, denn ich hatte sie noch nicht gelesen. Und das habe ich mir dann vorgenommen, dass ich Harry Potter komplett gelesen habe am Ende des Jahres. Und das gleiche möchte ich auch mit dieser Reihe tun. Und zwar ist das die Percy Jackson-Reihe. Da gibt es ja auch noch eine Fortsetzungsreihe dazu, die würde ich auch gerne irgendwann noch lesen, wenn mir diese erste Reihe gefällt. Und ja, die ist ja durchaus bekannt. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Griechische Götter und Percy Jackson wird Halbgott und sowas. Und ja, ich glaube, das kennt jeder. Und ich habe alle Bücher hier und es gibt sie auch kostenlos auf Spotify als Hörbuch. Ich lasse euch mal meine Hörbuch-Playlist unten, da sind die alle drin. Und ja, die möchte ich auf jeden Fall durchhaben am Ende des Jahres, weil ja, dann habe ich noch eine durchaus bekannte Reihe endlich gelesen, auf die freue ich mich auch wirklich. Ich hatte nämlich mal reingelesen in das erste Buch und ich fand, das klang schon mal sehr vielversprechend. Ich habe auch noch ein anderes Rick Riordan Buch zu Hause, nämlich den ersten Band der Kane-Chroniken.
und hoffe sehr, dass mich der Schreibstil von dem guten Mann überzeugt. Und ja, Percy Jackson wird 2016 hoffentlich komplett von Band 1 bis 5 gelesen. Was nehmt ihr euch 2016 für Bücher vor? Nehmt ihr euch gar nichts vor? Oder habt ihr auch wie ich einen kleinen oder größeren Stapel an Büchern, die ihr unbedingt lesen wollt? Oder habt ihr nur eine bestimmte Zahl an Büchern, die ihr lesen wollt? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns wie den ganzen Dezember schon morgen zu einem neuen Video. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und ja, bis morgen. Tschüss!